Hallo, hallo! Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, und zwar es geht um Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, ich liebe Kohlenhydrate. Ich sag's euch, ein Leben lang, ich glaube, okay, ein Leben lang, ich bin jetzt 30, aber sicher von 12 Anfängen der Pubertät bis hin zu, sagen wir mal, 22 Jahre habe ich versucht, ohne Kohlenhydrate zu leben. Ich habe versucht, mit Kohlenhydratverzicht abzunehmen. Ich habe mir alles irgendwo verboten und dann habe ich aber trotzdem wieder Kohlenhydrate gegessen, weil sie so lecker waren und weil ich irgendwie nicht anders konnte. Und heute, ich sag's euch, ich bin ein Kohlenhydrattyp. Und wenn ich Kohlenhydrate esse, dann geht's mir gut. Und heute möchte ich euch erzählen, warum ihr erstens keine Angst haben müsst vor Kohlenhydraten und auf was ihr achten könnt und was Kohlenhydrate überhaupt sind und was Ballaststoffe sind und so weiter. Also ich habe hier eine Menge an Kohlenhydraten vorbereitet, damit ihr ein bisschen einen Eindruck kriegt, was ist das überhaupt. Also zu einem Durchschnittsösterreicher würde ich sagen, Kohlenhydrate sind die Sättigungsbeilage. Also wir haben früher gehabt Reis, Nudeln, Kartoffeln. Und ja, natürlich ist das, also die Kohlenhydrate können Sie euch vorstellen wie die schnellen Energielieferanten. Ja? Also die Kohlenhydrate sind quasi Papier. Wenn ich das anzünde, brennt es schnell. Also die Energie, es entfacht sofort das Feuer. Das Fett wäre in dem Fall, das Fett würde ich sagen, ist dann ein Holz. Also das brennt auch viel länger und viel intensiver, aber es dauert ein bisschen, bis man das irgendwie entzünden kann. Also ich habe eben vorher ein Papier, also Fett verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate hört man ja immer wieder. Und die Proteine würde ich dann als Ziegelbausteine betrachten, weil Ziegel, also es brennt auch, muss aber nicht sein oder sollte vielleicht nicht sein. Besser man heizt mit Papier und mit Fett. Also halt mit Holz. Und wenn ich jetzt aber die Kohlenhydrate anschaue, kann ich dieses Papier noch einmal unterteilen. Und zwar habe ich ein Papier, das vielleicht ausschaut wie das hier, was man schnell, schnell verheizen kann. Und dann gibt es vielleicht ein Papier wie ein Karton, der ein bisschen ergiebiger ist. Und der Karton wären in dem Fall die gesunden Kohlenhydrate oder die Ballaststoffe. So, was ist jetzt überhaupt ein Kohlenhydrat? Ich habe hier zum Beispiel eine Banane. Eine Banane ist definitiv ein Kohlenhydrat. Also man hört ja auch immer in den ganzen Diäten, oh Gott, isst keine Banane, der hat so viel Zucker. Ja, hat natürlich jetzt vielleicht mehr als eine Orange oder als ein Apfel. Allerdings, hey bitte, Banane ist ein super Lebensmittel, wieso nicht? Ja? Vor allem für Sport, vor dem Sport perfekt. Ja? Oder nach dem Sport. Ich zeige euch in einem anderen Video meinen Lieblingsshake. Ja, da ist eine Banane auf jeden Fall dabei. Genau, auf jeden Fall, das ist natürlich, das sind Kohlenhydrate. Dann hätte ich hier einen Kürbis. Ich habe eine Tomate. Ich habe hier Kartoffeln. Ich habe auf jeden Fall auch so eine Basmati-Reis-Quinoa-Linsenmischung, ebenfalls Kohlenhydrate. Und jetzt kommt's, ich habe hier einen halb angebissenen wie nennt man Butterkeks oder ein Dragee-Keksi, sind auch Kohlenhydrate. Wenn ich jetzt darüber schaue, dann, ihr seht es nicht, aber ich sehe meinen Tiefkühlschrank, da ist ein Twinny und ein Jolly drinnen, also der Wassereis ist auch Kohlenhydrate. Oder Zucker in Kaffee, Kohlenhydrate, Zucker, das ist ein Kohlenhydrat. So, was ist jetzt aber der Unterschied oder worauf kommt es an? Ihr müsst euch vorstellen, alle Kohlenhydrate bestehen quasi aus den gleichen Bausteinen, aus den Grundbausteinen. Das sind die Einfachzucker. Wenn sich jetzt zwei solche Einfachzucker zusammentun, dann hat man einen Zweifachzucker, sogenannter Disaccharid, also einfach Monosaccharid, zweifach Disaccharid. Das wäre zum Beispiel drin in der Milch, der Milchzucker, die Laktose, das ist so ein Disaccharid. Und dann, je mehr Bausteine zusammen sind, desto komplexer wird dieses Kohlenhydrat und dann habe ich irgendwann einmal vielleicht eben einen Reis, der prinzipiell aus den gleichen Bausteinen besteht, aber viel komplexer zusammengebaut ist.
Genau. Und etwas Komplexeres kann man natürlich nicht so schnell verdauen wie zum Beispiel einen Zucker aus dem Dragee-Kekse oder aus der Banane. Das heißt, im Prinzip siehst du dann auf einer Verpackung, also ich kann es hier beim Reis, kann ich es gut zeigen, es schaut sich wieder an, was sind die durchschnittlichen Nährwerte pro 100 Gramm, sehe ich, aha, Fett, das haben wir schon, Kohlenhydrate, das wären dann 72 Gramm, davon Zucker 0,7. Na klar, weil Zucker ist in dem Fall sozusagen, okay, damit ist gemeint, diese Einfach- oder Zweifachzucker. Ich sehe dann auch hier Ballaststoffe 4,4 Gramm. Ballaststoffe, normalerweise Reis haben fast gar keine Ballaststoffe, aber dadurch, dass eben Quinoa und Linsen drinnen sind, ist es ein bisschen höher. Ja, was sind noch Kohlenhydrate? Zum Beispiel habe ich hier die wunderbaren Kichererbsen oder eben Linsen, das zählt auch dazu. Linsen werden oft auch als Proteinquelle gesehen, weil es natürlich kein Lebensmittel gibt, was zu 100% aus irgendwas besteht, also zumeist halt, ja. Und hier natürlich sind sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine drinnen zum Beispiel. So, was ist jetzt gesund, was ist ungesund? Ich unterscheide da ganz klar, und zwar zwischen Lebensmitteln, die Nährstoffe, also die Kohlenhydrate enthalten, aber trotzdem auch noch Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und irgendwelche anderen Pflanzenstoffe, und Lebensmittel, die leere Energieträger sind, also sowas wie ein Keks, weil da sind natürlich Kohlenhydrate in Form von Zucker drinnen, aber Vitamine, Mineralstoffe, sofern sie nicht zugesetzt sind künstlich, hat man davon nichts. Das bedeutet, je bunter die Lebensmittel sind, und ich spreche nicht von Gummibärli, desto gesünder meistens. Also Obst und Gemüse ist auf jeden Fall die Basis. Bei den falschen Freunden, also in dem Video falsche Freunde, habe ich euch eh schon gesagt, Smoothies, da würde ich eher die Finger davon lassen, außer ich gönne es mir als gesunde Süßigkeit oder ich habe es selber gemacht. Aber ansonsten eben immer die ganzen Früchte verwenden. Gut, jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen komplex und einfach? Also die Banane wäre definitiv leicht verdaulich, weil halt sehr viel Einfachzucker drinnen sind. Und halt diese, also Zucker und weniger komplexe Kohlenhydrate. Und Linsen zum Beispiel wären eben jetzt Kohlenhydrate, wo sehr viele Ballaststoffe drinnen sind. Und die Ballaststoffe sind die, die uns lange satt machen. Also von gesunden Kohlenhydraten spricht man definitiv eben, wenn Obst und Gemüse, wenn Vitamine drin sind. Oder eben, wenn sie ballaststoffreich sind, wenn viel Komplexität da drinnen ist, was uns lange satt hält und was unseren Darm auch füttert. Gut, also das heißt, je weniger Zutaten, desto besser, wie immer. Je natürlicher, desto besser. Je bunter und Obst-Gemüse-Korb-mäßig, desto besser. Und alles, was irgendwo von der Industrie gefertigt ist, ist zwar lecker, aber halt nicht so gesund, wie man, ja. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist eben, soll ich Bohnen so nehmen oder soll ich es aus der Dose nehmen? Ich persönlich, ich habe beides zu Hause. Für die schnelle Küche, ich liebe die Dosen, auch wenn es vielleicht umwelttechnisch nicht perfekt ist, auch wenn es vielleicht nährwert- oder gesundheitlich nicht perfekt ist. Trotzdem, sofern da keine Soßen drinnen sind, nehme ich eben auch gerne aus der Dose. Oder eben Linsen, die schnell zuzubereiten sind. Also die zum Beispiel brauchen auch nur 5 bis 10 Minuten Kochzeit. Das ist echt schnell, ja, schnelle Küche. Sowas, das sind Azuki-Bohnen, die kennen wenige. Das ist von der TCM ein super Lebensmittel, wenn du viel Wasser gespeichert hast, das entwässert gut. Aber die Zubereitung, 6 Stunden einweichen und dann eben 30 bis 45 Minuten kochen, da muss man schon sich Zeit nehmen dafür oder das am Vortag vorbereiten oder wissentlich, aha, wann möchte ich das zubereiten. Mache ich vielleicht gleich einen größeren Topf und halte es dann im Kühlschrank. Ja, was kann ich zu Kohlenhydraten noch sagen? Perfekt sind Kohlenhydrate, wenn du sie mit Proteinen kombinierst. Typisches Beispiel sind Kartoffel und Ei, weil du dann auch gerade nach dem Sport beispielsweise die perfekte Kombination hast für deinen Muskelaufbau.
Du hast einerseits die Regeneration, weil die Muskeln wieder vollgefüllt werden mit den Kohlenhydraten und gleichzeitig bist du lange satt und du kannst ein optimales Proteinprofil dem Körper zur Verfügung stellen, dass er sozusagen seine Muckis aufbauen kann, sofern du trainiert hast natürlich. Ich glaube, das war ein cooler Überblick über die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe. Und ich werde euch in den Shownotes noch eine Liste machen, was halt sozusagen gesund ist und was eher zu vermeiden ist. Und selbst wenn ihr einen Butterkeks oder irgendwas anderes Kuchenmäßiges oder beispielsweise, was auch natürlich eher ungesunde Kohlenhydrate sind, sind sowas wie Chips, Nips und so. Aber es ist gut. Und wenn ihr das esst, dann bitte mit Genuss. Weil... Und mit Maß und Ziel. Also keine Sorge, ich werde noch den ganzen Keks essen, ja. Aber halt nicht die ganze Packung. Nicht auf einmal. Na gut, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude wieder. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich, euch wiederzusehen.